Herzlich willkommen zur Liebeslegung für den Monat Juli. Schön, dass du wieder dabei bist und schön, dass wir wieder ein bisschen Abwechslung reinbringen, so ein bisschen was Neues machen, beziehungsweise habe ich diese Legung auch schon mal gemacht. Ich werde die Herzlegung machen. Ich erkläre euch dann bei eurer Legung, was die Position bedeutet, wo es hinführt und wie das Ganze zu werten ist. Wichtig ist, es handelt sich um eine allgemeine Legung. Also man zieht sich daraus, was für einen passt. Was nicht passt, wird einfach weggelassen. Ihr könnt euch darin wiederfinden, ihr könnt Anregungen finden, wie man Dinge vielleicht handhaben kann. Das sind wie gesagt nur Energien, die vorherrschen, was positiv zu bewerten ist, was vielleicht nicht so dolle ist. Und dann könnt ihr euch selber entscheiden, in welche Richtung ihr tendiert. Das ist immer nur so aufzeigen, was geht, was ginge und entscheiden und durchführen müsst ihr das natürlich selbst. Ja, ihr entscheidet, was ihr für relevant haltet und was nicht. Manchmal bringt eine Legung halt auch einfach, ja, Inspiration, was man tun könnte, was man machen könnte, worauf man vielleicht selber nicht gekommen wäre. Oder Dinge, auf die man aufmerksam gemacht wird dadurch. Und deswegen ist so eine Legung auch immer ganz interessant. Man kann so ein bisschen die Dinge hinterfragen und kann sich auf Neues einstellen. Und wir probieren gleich mal, wie gesagt, die Herzlegung aus. Wenn es da Klärungsbedarf gibt oder so, dann werde ich mit einem anderen Kartendeck die klärenden Karten dazulegen. Und dann schauen wir mal, ja, was wir daraus machen können, beziehungsweise sind das immer nur Ratschläge. Ihr selber dürft euch niemals von einem Kartenlegeset oder von jemandem, der Karten legt, abhängig machen. Das solltet ihr auch nicht tun. Das ist einfach nur, ja, Anregung, Inspiration. Ihr holt euch die Inspiration und die Gedanken und ausführen tut ihr nur das, was ihr wirklich selber möchtet. Da möchte euch keiner zu irgendwas überreden oder euch irgendetwas einreden. Ja, das ist einfach nur, wir gucken, welche Energien bei den Karten so vorherrschen in diesem Monat und dann könnt ihr selber entscheiden, wie ihr das umsetzt und ob ihr das überhaupt umsetzt und ob es für euch persönlich passt. Ja, ja, ich wünsche euch viel Vergnügen. Ich hoffe, ihr habt wirklich gute Argumente, gute Karten, gute Dinge, die euch erwarten. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch nachher freuen. Aber wir schauen mal. Bis gleich! Herzliches Willkommen, lieber Schütze, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind bei der Liebe. Juli 2018. Ja. Schauen wir mal, ob die Liebe für dich diesen Monat einiges zu bieten hat, was du mitbringst, was wichtig für dich ist, welche Energien so vorherrschen, was du daraus machst, ist natürlich deine Sache. Aber wir gucken einfach mal, ich mache eine sogenannte Herzlegung, aber wir gucken erstmal, welche grundsätzlichen Tendenzen so da sind für die Liebeslegung, für den Schützen. Was haben wir da? Wow, das Ass der Kelche. Ich bin beeindruckt, das sieht gut aus. Auf jeden Fall viel Gefühl. Ich erkläre erstmal die Position der einzelnen Karten und dann gehen wir die Karten auch nochmal durch. Die erste Position ist die Herzenergie. Das ist die Energie, die so bei dir und deinem Umfeld so allgemein vorherrscht. Was so, ja, was geht nicht. Was bringst du selber mit an Liebe oder Voraussetzungen dafür? Die dritte Karte, die wir haben, wohin führt es? Ja, im Monat Juli. Dann haben wir mögliche Entscheidungen, die anstehen in Sachen Liebe. Die fünfte Karte ist, wie wäre es am besten? Und dann haben wir, wie fühlst du dich dabei oder wie geht es dir dabei? Dann haben wir das Ergebnis für den Monat Juli und die Aussichten darüber hinaus. Schauen wir mal, was wir so für dich haben. Ja, das sind wieder die Herzenergien. Die fünf der Münzen.
Das heißt, jeder ist so ein bisschen für sich und mit seinem Krempel beschäftigt. Das ist so die Grundtendenz erstmal. Klingt jetzt nicht viel nach Liebe oder so. Kann sein, kann bedeuten, dass viel Stress da ist, dass, wie gesagt, jeder so mit sich beschäftigt ist. Was bringt denn der Schütze in den Monat Juli mit in Sachen Liebe? Die 7 der Schwerter. Entweder willst du dich irgendwo rausmogeln oder etwas umgehen, ja, oder dein Gegenüber. Also es kann sein, dass du in einer solchen Situation gerade steckst. Klingt auch nicht so wirklich toll. Aber wir wollen mal schauen, wohin das Ganze führt für den Schützen. 3 der Stäbe. Das ist schon mal so deine Energie, Feuerenergie, Leidenschaft. Du guckst dir hier den Horizont an und überlegst dir, was wohl kommen mag. Ja, du bist halt offen, flexibel und ja, du bist, sagen wir mal, wie soll ich sagen, nicht vorbelastet so in dem Sinne, sondern du lässt das auf dich zukommen. Welche Entscheidungen stehen denn an in Sachen Liebe? Die 2 der Stäbe. Das heißt, die Welt liegt dir offen und du hast dich so für einen Weg in Richtung Liebe entschieden. Und den möchtest du gerne gehen. Wie wäre es denn für dich in diesem Monat am besten? Traurigkeit. Ich glaube nicht, dass vorgesehen ist, dass du traurig bist, sondern dass du die Traurigkeit überwindest. Dass du dich herumdrehst und die Kelche siehst, die da sind. Das heißt, du sollst dir bewusst machen, was an Positivem, was an Gefühl da ist. Was du vielleicht gar nicht so wertschätzt, wie du es solltest. Ja? Also an den kleinen Dingen erfreuen, die um dich herum passieren. Menschen, die dir ein Lächeln schenken. Pardon. Menschen, die dir freundlich, froh entgegentreten. Ja? Versuch das zu sehen und vielleicht mit einem Lächeln zu erwidern. Ja? Wir haben als nächstes, wie es dir dabei geht. Und dann haben wir die 8 der Münzen. Das ist Arbeit. Ich glaube, dass du im Monat Juli an dir arbeitest. Und ich glaube, das hast du auch in der Vergangenheit getan, um zum Beispiel Traurigkeit loszuwerden. Um die Dinge zu sehen, die schön sind. Du bist ja ein positives Sternzeichen. Und du guckst dir auch an, ja, was ist an mir, was ich ändern kann, was ich verbessern kann. Ich arbeite dran, ja. Mit allem, was ich habe, weil ich möchte, dass das positiv wird. Ja? Und das, was mir begegnet, ist zwar nicht das Allerbeste und ich versuche trotzdem, die 2 Kelche zu finden. Und das ist eine wirklich positive Einstellung, das finde ich so super von dir. Dann haben wir das Ergebnis für den Juli. Gericht. Das heißt, du sorgst für die Balance. Du sorgst selbst für die Balance. Du urteilst jetzt nicht nur einseitig und sagst zum Beispiel, das ist blöd, sondern du sagst, was kann ich dafür tun, damit das besser wird und damit das besser wird. Ja? Was damit ist, da gucken wir gleich noch. Wie sind denn die Aussichten für den Schützen über den Juli hinaus? Wow, das Ass der Stäbe. Ein leidenschaftlicher Neubeginn in deinem Element. Dem Feuer. Also, das ist ganz grandios. Finde ich super. Jetzt gucken wir doch mal erstmal hier so zu den Grundtendenzen. Ja, was ist noch wichtig für den Schützen da zu wissen, was in seinem Umfeld so passiert? Was ist da noch wichtig in Sachen Liebe? Für dich ist es wichtig, dich da rauszuziehen. Ja, die 4 der Schwerter bedeutet Ruhe. Wenn du merkst, dass zum Beispiel dein Umfeld irgendwie total, ja, nicht liebevoll reagiert und mit sich beschäftigt ist, zieh dich da raus. Ja? Such dir eine Beschäftigung, etwas, was dir Freude macht oder ruh dich einfach aus, weil das heißt, du musst Kraft schöpfen.
Ja? Und das ist ja nicht verkehrt. Wir haben gesehen, du bringst mit die 7 der Schwerter. So, was muss der Schütze noch wissen zu dieser Position und den 7 der Schwertern? Du hast viel einstecken müssen. 10 der Schwerter ist das Ende eines Zyklus. Und ich glaube, die 7 der Schwerter bedeutet, dass du darauf keine Lust mehr hast. Ja, dass du versuchst, dich aus dem, was dir widerfahren ist, also diese 10 der Schwerter, einfach rauszuziehen. Und das finde ich auch in Ordnung. Also wenn du sagst, ich will das nicht mehr, mir reicht das und ich will da raus und da versuche ich mich irgendwie rauszumogeln, du kommst da raus. Ja, du brauchst nicht zu mogeln, du musst es akzeptieren, wie es ist. Du musst dir noch ein bisschen Zeit geben. Der Zyklus ist vollendet. Ja, der Betrug, die Dinge, die dich verletzt haben, sind vorbei. Du hast natürlich jetzt noch deine Altlasten an der Backe, klar. Aber auch das geht vorbei. Du schaffst neue Ziele. Du bist bei den 9 der Stäbe. Und das bedeutet, dass du deine ganze Kraft so verausgabt hast. Du hast dich verausgabt damit, die Dinge anzugehen, den neuen Horizont zu entdecken, dich anderen Dingen zu widmen, um daran nicht zu zerbrechen. Und deshalb bist du auch wahrscheinlich sehr ausgelaugt und brauchst ein bisschen Ruhe. Wir haben hier mögliche Entscheidungen. Du hast dich entschieden, wo es hingehen soll. Du weißt eigentlich genau, was du willst. Du weißt eigentlich genau, wo du hin willst. Dir fehlt nur ein bisschen Kraft. Ruh dich aus. Versuch jede Möglichkeit zu nutzen, Kräfte zu sammeln. Positives zu sehen, ja? Und hierzu kommt noch die Herrscherin. Die Herrscherin ist das pure Weibliche. Bedeutet auch Mütterlichkeit. Bedeutet natürlich auch gewisse Liebe. Das ist ja Mutter Natur. Ja, und alles wächst und gedeiht und so wächst und gedeiht sicherlich auch, ja, dein Ziel, was du vor Augen hast, ja. Du musst, wie immer, Geduld aufbringen, ja, weil das wächst nicht von heute auf morgen, ja. Aber du bist doch die pure Weiblichkeit, wenn du eine Schütze Dame bist, ja. Und das musst du verinnerlichen. Durch diesen ganzen Mist, ja, und durch diese Kraftlosigkeit, die dir momentan, ja, leider anzusehen ist wahrscheinlich, und du brauchst Ruhe, ja, du musst dich nicht um andere kümmern, kümmere dich um dich selbst, ja, tu dir was Gutes, auch wenn du ein Mann bist natürlich, ja, dann geht es darum, dass du dich ein bisschen verwöhnen lässt, ein bisschen pampern lässt, ja, dich wieder aufbauen lässt oder selbst auch aufbaust, ja. Wir haben hier die Traurigkeit, ja, die natürlich auch nicht von ungefähr kommt. Und wir haben die Stärke. Und die Stärke sagt dir auch jeden Tag, und das weißt du auch, das schaffe ich. Ich schaffe es vielleicht nicht heute und vielleicht nicht morgen, aber bald. Und das ist ja das, was mit Geduld gemeint ist. Du musst mit dir Geduld haben. Du musst mit den Dingen Geduld haben. Die Zeit vergeht und du denkst, boah, ich kann es nicht mehr hören. Ja, aber du hast die Stärke, du packst das. Ja, und davon bist du überzeugt und das weißt du auch ganz genau. Gut, du weißt, du willst an deinen Zielen arbeiten. Du willst etwas erreichen. Du willst auch in der Liebe natürlich was erreichen. Sehen wir ja hier. So, gibt es noch etwas, was du da mehr wissen musst? 6 der Kelche, Vergangenheit. Zieh dir doch einfach mal, um jetzt auch in Sachen Liebe so ein bisschen, ja, Input zu verschaffen, was dich aufbaut. Überleg dir, wie unbefangen du mal warst und wie frisch verliebt und wie das alles ganz frisch war und so, wie toll du dich da gefühlt hast. Versuch dieses Gefühl mal in die Gegenwart zu holen, aus der Vergangenheit. Versuch dieses Gefühl im stillen Kämmerlein, wenn du dich ausruhst, aufflammen zu lassen. Was hat dir früher, als du Teenager warst oder, ne, jünger, was hat dir Freude gemacht?
Was könnte aus der Vergangenheit dazu beitragen, dir die Arbeit auch in Sachen Liebe heutzutage zu erleichtern? Du musst ein bisschen graben, da findest du was. Und du hast geurteilt, du weißt genau, was du brauchst und was du willst. Und da bist du ganz sachlich und ganz klar und ehrlich mit der Königin der Schwerter. Und da bist du auch zu dir selber ehrlich, denn du weißt, was du brauchst. Ja? Die Leidenschaft. Du möchtest für etwas brennen, für eine Person brennen, für eine Familie brennen, was auch immer. Ja? Und sie haben, dadurch, dass sie dich vielleicht auch außen vor gelassen haben, das Feuer so ein bisschen heruntergebrannt. Das hast du nicht alleine gemacht. Das waren auch viele andere dabei. Aber du als einzelne Person kannst dieses Feuer wieder zum Leuchten bringen. Lass dir Zeit, gönn dir Ruhe. Du hast die Altlasten, du bist ausgepowert, aber du hast in dir die pure Weiblichkeit, jetzt pure Feuer, die Fruchtbarkeit, du hast die Stärke und du hast deine Vergangenheit und die positiven Dinge aus deiner Vergangenheit kramst du mal wieder raus. Und dann überlegst du dir, was kann ich ins Heute holen, was mich dahin bringt. Ja? Und da bist du, wie gesagt, absolut ehrlich zu dir selbst und deiner Umwelt. Und das wirst du herausfinden. Und das wird dir im Juli helfen, die Leidenschaft für einen Partner, eine Partnerin, eine Beziehung aufleben zu lassen. So. Ja, es ist so. Ja, du musst dich auf die Dinge besinnen, die dir vielleicht schon als Kind Freude gemacht haben, die dich glücklich gemacht haben. Mach dir das bewusst. Ha, Kinder, das ist die Karte, die Engelkarte. Kinder haben Einfluss auf dein Liebesleben. Ja, du als Kind hast Einfluss auf dein Liebesleben. Du kannst dein Liebesleben wieder beleben, indem du nämlich sagst, okay, was hat mich glücklich gemacht? Was habe ich mir erträumt als Kind? Ich will das jetzt haben. So, wie mache ich das? Das ist deine Aufgabe. Wir haben noch eine Karte von Erzengel Michael und die heißt, Gott sitzt am Ruder. Das Gebet für dich. Lieber Gott, bitte hilf mir, diese Situation loszulassen und sie voller Glauben und Vertrauen deiner göttlichen Weisheit und unendlichen Liebe zu übergeben, damit du sie löst und alles und jeder, der daran beteiligt ist, geheilt wird. Das ist Gottvertrauen, dass dein Innerstes eigentlich weiß, was dir gut tut. Du musst es hervorholen und benutzen. Und Gott ist an deiner Seite, kann man so sagen, ja? Also, lieber Schütze, ich möchte entsprechende Geschichten bitte zum Ende des Monats von euch hören, was ihr gemacht habt oder probiert habt, um euch selber wieder zu beleben, euch selber ein bisschen glücklich zu machen. Ja? Und wenn ihr das geschafft habt und ein bisschen glücklicher seid, dann kommt der Neuanfang, der leidenschaftliche Neuanfang. Ja, darauf warten wir. Und ich würde mich freuen, wenn ich dich inspiriert habe dazu, dann gerne einen Daumen hoch. Ich freue mich darauf, eure Wochenlegungen zu machen für den Monat und hoffe, dass das wirklich auch was bringt, also euch was bringt und dass ihr damit arbeiten könnt, dass ihr damit ein bisschen glücklicher werdet. Und dann freue ich mich. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute und bis bald. Tschüss!